Es ist Finaltag. Guten Morgen, liebe Teams. Morgen. Sind ihr parat? Wir sind ready. Ja. Für zwei von euch gibt das einen unvergesslichen Tag, weil wer heute am Abend zuerst am Ziel ankommt, gewinnt das Game of Switzerland und den Hauptpreis im Wert von 30'000 Franken. Das Siegerteam reist zusammen oder mit Begleitung während mehrerer Tage quer durch die Schweiz. Alles ist dabei, von Abenteuer und Action bis Luxus und Entspannung. Die exklusive Reise ist offeriert von Rivella. Die erste Aufgabe am heutigen Tag. Ihr fahrt Trevola durch ab, 24 Kurven mit dem Auto. Easy. Aber zuerst müsst ihr zu euren Autos kommen. Dort bringen euch die zwei Postkutschen. Jedes Team ist in einer. Ich stelle euch eine Frage. Wenn ihr die richtig beantwortet, fahrt die Postkutsche um die nächste Kurve. Wenn sie falsch ist, passiert eine Minute gar nichts. Dann stelle ich euch die nächste Frage, bis ihr bei euch im Auto seid. Dort ist der nächste Hinweis. Alles klar? In welcher Reihenfolge kommen wir an diesen Ortschaften vorbei, wenn wir von Norden nach Süden fahren? A. Winterthur, Huntwil, Appenzell. B. Appenzell, Huntwil, Winterthur. C. Huntwil, Appenzell, Winterthur. D. Winterthur, Appenzell, Huntwil. Ist zuerst Winterthur. Ja. Und dann ist. Bin ich nicht mehr sicher. Ist Appenzell. Und dann Huntwil ist weiter unten, hätte ich gesagt. Also ich was D ist? Warte, ich bin mit, also wir sind einig, es ist entweder ja, Huntwil ist weiter unten, weil wir sind ja im Süden. Aber das ist dort, wo wir haben von Appenzell nach Huntwil müssen runterfahren. Ich sage D. Ist gut? Ja. D. Das ist leider falsch. Durch Appenzell, Huntwil, Appenzell, wenn dort durch den Fahrstuhl steht. Also ich habe hier D gesehen. Auch das leider falsch. Richtig wäre Antwort A. Luca, los schnell. Ja. Du besser mit mir ja. Kommunizieren, okay? Ja. Ist alles okay, die anderen fahren auch nicht. Nächste Frage. Was ist nicht in der Schweiz erfunden worden? A. LSD, B. Die Waschmaschine, C. Bircherraffel oder D. Klettverschluss? B. Waschmaschine. Das ist richtig. Ja, das haben wir beide gewusst. Oh, wie cool! Wow! Also ich habe gesagt B. Die Waschmaschine ist nicht erfunden. Was ist LSD? LSD, das weiss ich, das ist in der Schweiz. LSD ist B. B. Okay. Richtig. Das hätte ich gerade als erstes gemacht. Das ist so geil einfach. Ja, man kann das schon. Mega. Weißt du wie? Mega. Oh, die sind schon da. Gut. Frage Nummer 3. Mit dem Helikopter von Munot auf den Gotthard fliegen ist etwa die gleiche Strecke wie einmal die Grenzstrecke Schweiz-Deutschland, zweimal die olympische Triathlon-Distanz, dreimal ein Marathonlauf oder viermal eine Fahrt mit dem Zug durch den Gotthard-Basistunnel. Ist B oder C? Also zweimal die olympische Triathlon-Distanz. Das ist ja kein Marathon, das ist 20. Das ist B oder C, das wäre 120 km. Eben, dreimal Marathonlauf ist 120. Das ist auch zu weit. Viermal mit dem Zug Gotthard ist 16 km. Das ist zu kurz, der ist sicher zu wenig. Das ist Luftlinie. Ich hätte ihn fast C gesagt. Helikopter Mino auf den Gotthard. Genau. Aber schon Fuß ist relativ weit. Weit oben, darum hätte ich C gesagt. Eben, also 3x 42 km. Ja, 120. Ich sage mal C. Ist ja, gut. Ist gut. C. Antwort C. Das ist richtig. Wie im Wilden Westen. Ja, es ist leid, es ist genial. 100 km. 100? B. Das ist leider falsch. Ja, die fahren nicht. Ist gut, machen, ist gut, ist gut. Wir haben jetzt bitte eine Minute Vorsprung, nicht vergessen. Okay? Ja, genau. Wir haben gesehen, die fahren. Und wir haben gewusst, dass wir sicher Schwerwerte haben gegen sie. Wir sind eigentlich immer später gestartet. Darum haben wir dann gesagt, ja, jetzt stressen wir uns nicht. Nein. Es ist eigentlich bei uns eigentlich normal und es kann noch alles passieren. Frage 4.
Welcher Schweizer Künstler oder welche Schweizer Band ist in der ewigen Bestenliste der Schweizer Single-Hit-Parade am besten platziert? Der Baschi mit «Bringen heim», 77 Bombay Street mit «Up in the Sky», DJ Antoine mit «Ma chérie» oder der Blick mit «Rosalie». Ich würde auf den gehen. Das kennen wir schon. Aber ich hätte ihn vor trotzdem «Rosalie». Aber schau, du entscheidest. Ich wäre auf den gegangen, ich weiß es nicht. Wenn es im Quiz um Musik geht, dann kann ich schon abperformen. Okay, einfach nicht bei «Game of Switzerland». Ja, das ist eine Musikfrage. Ich sage ja noch. Ich bin ja zwischen «Rosalie» und DJ Antoine. Ja. Okay. Ich würde fast sagen C eigentlich. Gut, dann nehmen wir C. Antwort C. Das ist korrekt. Stark. Ja, hat jetzt gesagt Baschi, weil das ist ein Fußballlied gesehen. Pestoli. Machen wir mal aus. Probieren wir A. Ah. Nein, leider falsch. Okay, nur noch zwei. Nur noch zwei. Also C, das haben wir jetzt gut gemacht. Zeit für Gladier. Aber ich habe C oder D gesagt. Ja, okay. Du hast ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung von Musik. Nächste Frage. Wer hat das Drama «Wilhelm Tell» geschrieben? Der Friedrich Dürrematt, der William Shakespeare, der Gottfried Keller oder der Friedrich Schiller? Weißt du, ja, ganz sicher? Ja, Friedrich Schiller. Auch das richtig. Was heisst geschrieben? Der Tell hat es gegeben. Friedrich Schiller. Nehmen wir 10 an. Und wo denkst du, das ist 10? Gottfried Keller. Nehmen, oder lieber den. Sag du. Nehmen wir 10. C ist leider falsch. D, Friedrich Schiller, wäre richtig. Sorry. Oh, die stecken oben fest. Das ist gut. Ja, das ist super. Wir haben noch eine Frage, okay? Haben wir noch eine? Ja, noch eine. Super. Die sind so gut. Es ist mega schwierig, das Fünfer gespannt zu kutschieren. Jetzt schauen wir mal, wo die anderen sind. Stecken die noch? Nächste Frage. Was ist am wenigsten lang her? Der Fabian Cancellara gewinnt Tour de Suisse. Zara Meier wird Eiskunstlauf-Europameisterin. Der Beat Feutz gewinnt die Lauberhornabfahrt. Oder der Roger Federer gewinnt einen Grand Slam-Titel. Der B also, und A ausschliessen. Aber D auch. Gewinnt den letzten Grand Slam. Es tut mir wirklich leid. Ich nehme C. Das ist. Richtig! Wow! Hui, ja. Das ist Panik! Super, super! Stark! Ja, das haben wir gut gemacht. C. C ist richtig. Danke. Wes, danke vielmals! Danke vielmals! Danke! Merci! Danke, super gemacht! Danke! Komm, danke vielmals! Danke! Findet das nächste Kuvert beim glücklichen Feld, auf dem viele ihre Ferien im Tessin verbringen. Glückliches Feld! Was ist auf Italienisch übersetzt? Qualcosa felice, non lo so. Glückliches Feld! Wir sind losgefahren mit dem Auto. Ah, da steht unten. Schau mal auf die Karte, vielleicht findest du glückliches Feld. Du mal übersetzen. Ich muss mal schauen, wo wir sind. Ich weiss nicht. Eben, glückliches Feld. Campo Felice. Campo Felice. Ja, es geht ums glückliche Feld. Zuerst mal gefragt, wie tut man das glückliche Feld auf Italienisch übersetzen. Dann ist natürlich gerade die richtige Antwort gekommen. Campo Felice. Wir haben aber nicht gewusst, dass das die richtige Antwort ist. Aber das bringt dir ja wie nichts, oder? Ja. Wenn du nicht weißt, gibt es das nicht. Es geht für unsere Teams weiter Richtung Süden. Und zwar in die Magadino-Ebene auf Tenero. Dort am Schweizer Ufer vom Lago Maggiore ist der grösste Campingplatz der Schweiz, der Campo Felice. Wobei, Campingplatz ist etwas untertrieben. Über 700 Stellplätze auf einer Fläche von 21 Fußballfeldern. Das ist eher ein Campingdorf. Beim glücklichen Feld, auf dem viele ihre Ferien im Tessin verbringen. Okay, aber dann ist. Also für mich ist. Viele Leute, die dort hingehen, das ist ein Feld. Für mich ist es ein Campingplatz. Du bist nicht so los, nicht... ja. Du bist jetzt völlig festgefahren auf
einfach Campingplatz. Es ist egal, ob es ein Campingplatz ist oder nicht. Weißt du, was ich will sagen? Ja, ja. Es ist egal. Es kann irgendetwas sein. Es ist ein glückliches Feld, in Anführungszeichen. Und was wir aber mit Sicherheit wissen, viele verbringen dort ihre Ferien in Tessin. Genau. Ich hatte eine sehr starke Vermutung gehabt, dass es sich um einen Campingplatz handelt. Und eine andere Person hat sehr stark gesagt, dass ich mich sehr auf den Campingplatz einschiessen tue. Und es gut möglich ist, dass es kein Campingplatz ist. Ich wollte einfach offen bleiben. Ja. Zurück in die Postkutsche. Welches Land hat weniger Nachbarländer als die Schweiz? A. Portugal, B. Österreich, C. Italien, D. Deutschland. Portugal ist jetzt Nummer 1. Nein, gut, das ist Enklaven. Aber das ist Portugal. Ja. Ja. A. A. Portugal ist richtig. Siehst du, jetzt galoppieren sie fast, weil sie nach Hause wollen. Danke vielmals. Kommst! Glückliches Feld, auf dem viele ihre Ferien im Tessin verbringen. Tenero. Tenero. Ein grosser Zeltplatz. Okay, Tenero. Und wieso, wie kommen Sie auf das? Haben wir schon gesehen. Aber wieso glücklich? Wir sind Team, Blau. Wir versuchen es! Wir sind Team Blau. Wer ist Europameister geworden? Diese Fortuna, glückliches Feld. Fortuna. Fortunato, glücklich. Melite. Felicità. Linda. E tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Fortuna. E restare vicini come bambini, la felicità. Tenero. Felicità! Du, es kann sein, dass ein Zeltplatz so heisst. Tenero gehen die meisten Leute. Die ganze Sportanlage und das ganze Zeug dort unten. Es hat Camping geradeaus und Camping links. Ich wäre mal, glaube ich, Camping links gegangen. Ich fahre mal im Kreis. Ja, fahre mal im Kreis. Ich würde eher links mal. Und das ist da? Eben, genau, da hast du. Parco Aventura. Da hast du Campo Felice. Campo Felice! OMG! Campo Felice! Wow. Das hast du doch gesagt, es ist gestanden, ja. Campo Felice. Toll! Campo Felice. Cool. Hui, jetzt kann ich aufs WC. Teams müssen den Wohnwagen an mein Auto hängen und dann parkieren. That's it. Ihr müsst einen Wohnwagen an Johnnys Auto koppeln und dann auf dem Stellplatz Nummer 107-108 in das markierte Feld einparken. Wenn der Wohnwagen korrekt parkiert ist, erhält ihr das Kuvert mit dem nächsten Hinweis. Parkiert. Nicht mal gewusst, wie Kupplung und irgendwie der Anhänger, wie das. Hä? Wie muss das? Keine Ahnung. Wir haben aber freundliche Hilfe gehabt. Ja, das ist klar, sie müssen jemanden fragen. Und ich meine, du bist auf dem Campingplatz, einfach gerade der erste Beste genug. Entschuldigung. Entschuldigung, dürften wir Sie etwas fragen? Wüssten Sie, wie man einen Wohnwagen an das Auto koppeln? Wüssten Sie das? Ja, würden Sie uns schnell helfen? Also, ich darf nicht aktiv mithelfen, aber so uns zeigen. Und vielleicht das erste Mal. Ja. Ja. Überhaupt einen Wohnwagen? Ja, genau. Oder am besten vorfahren, oder? Genau. Gut. Ich habe immer wieder auf die Karte geschaut und gedacht, vielleicht sehe ich irgendwie ein Feld, auf der wo ich übersehen habe, irgendwie eine Ortschaft. Also, ich bin wirklich bis dahin. So etwas unsicher gesehen. Als wir nicht dorthin fahren, den Campingplatz gesehen, in den Namen von dem Campingplatz, und ich wusste ja jetzt nicht. Und jetzt hat es Campo Felice. Felice heisst eigentlich. Glücklich. Ja.
Also, geh dort. Glückliches Feld. Ah, oh, das ist recht. Merci. Wo ist so gut zum Hindern? Druck. Druck. Musst noch ein bisschen rechts. Also, super. Ich sage, wenn du stopp und dann musst du halten, gell? Noch ein bisschen. Stopp! Also, jetzt sind wir drüber. Okay. Und nachher kannst du einfach runterdrüllen. Runterdrüllen? Nein, das hier. Der da. Aha, jetzt weißt du, das Senken. Das ist eine ganz alte Anhänger. Ja. Hey, sie sind super. Und das hebt schon. Ist es. Ja, du musst ganz runterdrücken. So, genau. Ja. Geht er nicht mehr weiter. Nein. Okay. Komm. Achtung. Haspeln. Mhm. Hast du gesehen, wo das Camping ist? Ja. Also weißt du wo? Ja. Muss ich nicht vorlaufen? Nein. Anhängen, das Licht. Ja. Gut. Du machst eigentlich eh gerade alles selber. Ja, das ist beim Besten. Steig gleich hin, komm. Wo klar war, was wir machen müssen, war mir völlig klar, dass ich werde auch nur eine Zuschauerin sein. Weil ich stehe dir nur im Weg. Musst du mich führen? Jetzt würde ich einen grossen Bogen. Also ich fahre mal da hinten. Aber schön ausholen, du bist recht eng. Ja, aber ich fahre da hinten und dann rückwärts. Vielleicht sollte ich das eben lieber. Willst du mal fahren? Nein, mach irgendetwas. So ist eigentlich schon gut. Ja, ja. Ja, jetzt fahr mal hinten, schon gut. Fahr hinten. Hinten? Hinten! Rückwärts! Ja! Nein, nicht. Jetzt tut es dann wieder. Bianca hat gute Anweisungen gegeben. Sie hat es vielleicht ein bisschen umgeschrauben und ein bisschen hässlich geworden. Ich bin nicht sicher, ob er mich versteht. Sie hat es auf den Punkt gebracht. Ich bin nicht sicher, ob er mich versteht. Darum dachte ich, ich schreie einfach mal. Noch ein bisschen mehr rechts, aber ist gut. Hingere, gerade. Monika, ich höre dich nicht. Ja, ist gut, du musst nicht weiterhelfen. Also weiter. Man muss doch dort stehen, wo er eingezeichnet ist, ja. Auf die Regel, oder? Ja, jetzt da drüber. Langsam. Gut. Gut. Stopp. Ist gut. Ich habe es schon geschafft. Super. Was abhängen nicht? Mega. Das Abhängen mache ich allein. Danke vielmals. Also, super. Danke. Ich komme ja ein bisschen aus dem Autogewerbe. Das war jetzt halt eine Aufgabe, die mir gelegen ist, oder? Ja, zum Glück. Ich darf ja auch mal Glück haben, oder? Stellt die Anfangsszene des 1995 erschienenen Films mit dieser Hauptfigur. Ja, ich weiß wo. Also, komm, wo? Jetzt Saskatal. Wir müssen zu dieser Mauer, wo ich schon gedacht habe, dass die hoffentlich nicht kommt. Der Monika, ihre Befürchtung wird wahr. Jetzt geht es mit dem Auto gut 60 km ins Verzaskatal. Und das ist er, der 220 Meter hohe Verzaska-Staudamm. Ein Pilgerort für Adrenalin-Junkies. Hier steht nämlich die höchste fest installierte Bungee-Jumping-Anlage der Welt. 7,5 Sekunden freier Fall. Altberühmt gemacht hat sie James Bond. 1995 ist der Pierce Brosnan oder sein Stuntman für den Film GoldenEye in die Tiefe gumpet. Ich weiss es, es ist nicht das Matschaton, sondern das Verzaskatal. Verzaskatal. Ich habe einfach immer noch ein bisschen gehofft, weil es ist gestanden. Die Anfangsszene. Was heisst das? Vielleicht nur mal dran hängen. Das hat noch nichts geheißen, dass ich es machen würde. Aber ich dachte, wir wissen es ja nicht. Also, jetzt fahren wir mal dort rauf, schauen und los. Langsam! Zurückfahren! Vorfahren? Noch mehr? Ja, natürlich. Vorfahren, so, geradeaus fahren. Ja, bitte. Also zurückfahren. Fahrst du? Ja. Ja, ist ja schon gut. Ist so gut. Stopp! Geh los einfach auf mich, okay? Ja. Noch ein bisschen führen. Stopp! Perfekt. Ist gut, Johnny. Das ist gut so. Du hast das so. Oh, merci. Die zweite Challenge habe ich eigentlich das Gefühl, dass es ganz gut gelaufen. Für
Kleister. Hey, ich bin Kleister. Hey. Jetzt wird es mega krass. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen zuhause alle Aufgaben von unseren Kandidatinnen und Kandidaten vorzuzeigen. Leider, leider langt das Budget heute nur für 4 Bungee-Sprünge. Ich bin mega froh. Weil unsere Teams müssen an einem 200 Meter langen Seil ab dieser Mauer runterkumpeln. Es wird noch verrückter. Dann müssen sie Kopf über beim Ausschwingen müssen sie das Schloss knacken, das Täschchen aufmachen, die Schweizer Flagge rausnehmen und die ausbreiten. Wenn sie das geschafft haben, kommen sie den nächsten Hinweis über. Es ist eigentlich wie ein Albtraum, der wahr geworden ist. Und ich muss sagen, ich bin wirklich blockiert. Ja, wie gelähmt. Das geht nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es auch nicht machen, weil ich diesen Mut nicht habe. Es kommt etwas, wo wir eigentlich schon vor dem Spiel zusammen besprochen haben, dass das etwas, also wo nicht geht. Nein, uns zwei. Ja. Schau, dort ist sie ja schon. Siehst du die anderen? Ja, ja. Nein, aber sie ist auch mauch. Sie da, Hugo! Parkieren, parkieren! Ja, ich suche hier einen Parkplatz. Wenn beide von euch nacheinander den berühmten James Bond Bungee-Sprung absolvieren und eine Schweizer Fahne mit beiden Händen ausgearbeitet haben, bekommt ihr das Kuvert mit dem nächsten Hinweis. Also bei mir war der Laden unten. Fertig. Also wir haben gewusst, wir müssen jetzt Bungee-Jumpen. Ist das okay? Wir haben gewusst, hey, schau, wenn so etwas drankommt, dann gehe ich zuerst, dann macht sie es auch. Und ich war auch fokussiert an die Sicherheitsanweisung gehört. Ich habe nicht runtergeschaut, habe nach vorne geschaut, einen Schritt, zack, runtergekommen. Musst dich konzentrieren. Geile du kannst jederzeit springen, es gibt keinen Countdown. He? Uiuiui, ich kann gar nicht schauen. Wow! Oh mein Gott! Ja, ist gegangen. Ist alles okay, gut. Ich bin ready. Ich bin ready, ich muss einfach das schnell durchziehen. Gut, einfach kumpen. Nicht dran denken. Ja. Hast du runtergeschaut? Nein. Hast du die Augen offen gehabt? Ja, du machst einfach so. Du musst, hast schaust nach vorne. Schirm? Du musst nach außen. Gehst du dort rauf? Auf das Podest? Du bist einfach so. Du willst gar nicht. Du willst wirklich nicht. Gehst noch ganz vorne. Mit dem Zahlgut. Hast du mal den Zahlgut gesehen? Er ist so klein. Du machst gerade einen Bungee-Jump und du hast einen so kleinen Zahlgut. Wenn dir, also Entschuldigung, nein. Ah. Okay. Ich bin so fertig. Ah. Hey, bravo! Was ist deine nächste Aufgabe? Mega, komm. Du hast das mega gemacht.
Alles gut. Super, ich bin stolz auf dich, okay? Super. Ist gut, es ist gegangen, oder? Findet am Hafen gleich hinter der kleinen Schweiz ein aufpumpbares Paddelboot und mit Paddelpaddel in Richtung Zieldestination. Kleine Schweiz ist Swiss Miniatur. Swiss Miniatur. Mit dem Auto geht es auf Melide. Dort am Ufer des Luganersee steht Swiss Miniatur, das grösste Miniatur-Freiluftmuseum unseres Land. Unsere Finalteams kommen ihre Aufgabe am Hafen hinten dran über. Dort liegt für beide Teams Gummiboot parat. Leider noch ohne Luft, dafür mit Schwimmweste und Paddel. Weil Tito und Monika vom Team Pink sich nicht getraut haben, von der Staumauer zu kumpen, müssen sie jetzt dort eine halbe Stunde warten. Aber abgerechnet wird am Schluss. Wir nehmen die Herausforderung an. Wir werden natürlich nicht einfach nur mit dem Zeug rumblöschen, sondern wir werden versuchen, Vollgas zu geben. Die halbe Stunde, die wir jetzt hier bekommen, aufbrummt, sage ich jetzt mal, weil wir halt das wirklich nicht machen können, die werden wir ganz sicher probieren aufzuholen. Also jetzt müssen wir auf Lugano. Ganz schnell auf die Autobahn. Ui. Lugano, bist du Nein, sicher? Nein, bin ich mir nicht. Du musst dich jetzt entscheiden. Wir gehen hier in den Stau rein, okay? Auf dem Weg nach Swiss Miniatur hat es natürlich auch viel Stau gegeben. Ja. Jetzt ist es ein bisschen die Nerven gekostet. Nervenpalte. Was ist die kleine Schweiz? Keine Ahnung. Kleine Schweiz. Ah, Mendrisio. Bist du sicher? Ja. Also, jetzt gehen wir Vollgas. Wir wissen nie, was passiert. Ah, oh, das ist gut. Swiss Miniatur, cool. Auf den See. Was jetzt mal, es hat ja hohen Stau immer dort führen, gell? Ja. Wir können eventuell die Autobahn nehmen, Bellizona, und nachher fahrst du über Monte Ceneri. Fahren wir aber nicht wieder so einen Umweg. Es ist eine Chance, die wir haben, dass wir Zeit gewinnen können. Was, ich möchte es gerne probieren. Also gut, wir probieren es, wir haben nichts zu verlieren. Gut. Jetzt müssen wir etwas riskieren. Wenn wir den normalen Weg fahren, wie sie wahrscheinlich sind gefahren, dann sind wir immer genau gleich weit hinten. Siehst du, ich hoffe, sie haben diesen fucking Stau. Wirklich. Jetzt, genau so ist es. Wir fahren auf Mendrisio. Ah, falsch. Melide, nicht Mendrisio. Melide. Haben wir darüber geredet. Hier ist Swiss Miniatur, oder? Ja, genau. Es müssen ja hinten dran sein. Wieso fährst du so weit? Red mit mir. Aber warte. Komm, Parkplatz, Parkplatz. Ist alles gut. Komm bitte oben runter. Okay. Ja. Pumpt dieses Boot auf. Wir müssen hier hin. Schau. Das ist doch die Kille, die wir gesehen haben. Ich weiss es nicht. Doch, Mur. Schau auf der Karte, hat es die Kille. Das hier ist. Komm, ich pumpe jetzt. Schau, das ist doch. Schau, mir gesagt, wegen so die Kille da unten. Genau. Wir haben uns guterweise schon vorher haben wir uns im Auto. Im Auto, ja. Hat haben wir den Stau genützt, um eigentlich zu schauen, was könnte es haben. Wir haben gewusst, wir müssen mit dem Paddelboot irgendwo hingehen. Nicht irgendwo hin, sondern Richtung Morgote. Und von dort aus dann noch 404 Stegentritte auf zu der prächtigen Kirche Santa Maria del Sasso. Morgote ist 2016 zum schönsten Dorf der Schweiz gewählt worden. 700 Leute wohnen in diesem kleinen Paradies mit dieser spektakulären Aussicht. Mach nicht mehr. Ist gut. Beim Wechsel kannst du anmachen. Ich mach hier noch fertig, okay? Innen rein anmachen. Mach. Ja. Ist gut. Schön, Luca. Schön. Geh weg. Ja, was soll ich? Kopf. Oder hast du den Schwan gehabt? Da habe ich Angst bekommen, weil wenn er dich hier pickt, das tut nämlich weh. Der hätte nur jemand müssen paddeln. Ja. Okay. Ui. Ui, 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 ui. Okay. Gut. Ja. Ich bin links. Ich rechts. Okay. Nice. Tür zu. Ich sehe sie. Gegen Morgote zu. Ja, ja, eben. Siehst du. Komm, halt die Armbrust. So. Komm, wir tun zuerst pumpen, schon gleich. Also, wie sollte ich vor? Ja, komm, wir müssen pumpen. Morgote. Hast du ja, ist klar, schau. Gut. Das ist Morgote. So, so. Dann hast du angefangen aufpumpen und ich habe wirklich gedacht, nein.
Es gibt keinen Morgen mehr. Also, ja, das Ding ist nicht kennt, das hat drei Kammern, oder? Und auf Pump ist halt schon eine relativ anstrengende Sache. Mit einem Sachen rudern. Oh. Oh. Nein, warte, jetzt soll ich schon kommen. Ist gut. Ja, hey. Okay, los. Stoß noch ein bisschen. Komm, mach, mach, mach. Lass dich nicht ablenken. Ich bin der Taktum G. Ich mach. Okay. Go! 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 Ja, ein bisschen ja, es ist mal laut geworden, mal ganz still. Dann haben wir mal den Tag gegangen, dann wieder nicht. Und dann haben wir uns angeschaut. Ich sage, ich will zu stark paddeln. Ja, und es ist nein, dann du, haben wir schon nein, gemerkt. Du. Dann haben wir schon eins, gemerkt, zwei, es ist eine rechte eins, Strecke. Zwei, eins, zwei, 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 eins, zwei, eins, zwei. Unsere Teams sind im Endspurt und kämpfen um jeden Meter, was früher bei mir oben sind und beim finalen Spiel vom Game of Switzerland. Auch dieses Jahr wartet der heiße Draht. Bei diesem Spiel muss jemand aus dem Team mit dieser Gerätschaft im Schweizerkreuz blind entlangfahren und darf das Schweizerkreuz nicht berühren. Die andere Person sagt, wo durch. Auf diesen Positionen können sie Pause machen oder sich abwechseln. Das Team, das das ganze Schweizer Kreuz zuerst geschafft hat, haut auf den Buzzer und gewinnt das Game of Switzerland. Es ist irgendwie bei der Kille hinten dran, aber sie ist ja noch nicht so weit. Eins. Her, wechseln. Ah, shit. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Wenn du die Kirche siehst, oben am Hügel ist schon noch mal so ein bisschen Feuer, du magst. Ein bisschen weniger. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Eins, du zählst, wenn du reingehst. Eins. Zwei. Oh, Rücken weh. Ich muss schütteln. Ich habe die meisten Stege gemacht. Ist sich irgendjemand das bewusst? Ich bin beim Technorama die Stege drauf. Ich habe so viele Stege gemacht. Ist doch egal. Dann, also, meine Beine haben zittert. Ja. Ich habe gerade eine ganze Lago di Lugano im Kajak gepaddelt. Meine Arme haben zittert. Und dann kommt irgendein heißer Draht. Und eben im Fernsehen hast du das Gefühl, du bist ja voll easy. Oh nein, der Draht. Nein. Also, ich sage, nach links drehen und dann, ich sage ufe, dann sage ich stopp, dann sage ich nach rechts drehen, okay? Okay. Versuch mal bis dahin, dann können wir immer noch wechseln. Okay. Nein, 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 nach, ja, wieder runter. Dafür musst du auf mich hören. Also jetzt einfach gerade ufe. Gerade ufe. Bin ich gerade in der Mitte? Nein, nein, ein bisschen mehr rechts. Nein, ja. Rechts. So? Ja, rauf. Stopp, stopp, stopp. Bleib einfach stopp. Und jetzt, nein, runter, runter. Und jetzt kippen nach links. Den Stab kippen nach links. Runter, runter, runter. Runter, runter, runter. Runter, den Stab runter tun. Den Stab runter tun. Wie meinst du? Und den Stab runter. Tun wir mal wechseln. Mur, jetzt konzentrieren, okay? Okay. Jetzt ein bisschen hinter den Stab. Jetzt hast du ihn in der Mitte. Jetzt kannst du langsam rauf, langsam rauf, langsam rauf, langsam rauf. Mir hat beim letzten Spiel hat wirklich Bianca noch ihre ganze Kraft zusammengenommen. Ich kann nicht mögen. Also und die Arme, es hat mir so weh da alles, hat so zittert. Jetzt kippen, ne? Achtung, ein bisschen runter. Kippen, kippen, stopp, stopp. Stopp, rechts, rechts. Oben, oben.
Ich mag jetzt irgendwie nicht mehr. Doch, ganz ruhig. Nein, ich habe keine Nerven mehr. Ja, ich habe keine Nerven. Alles gut. Meine ganze Rücken tut weh, meine ganze Hände tut weh. Alles tut weh. Okay, komm, alles gut. Du bist nur vor keiner Zeit, okay? Wir haben überhaupt keine Zeit. Mo, jetzt beruhig dich. Komm! Du bist dort losgeselt, also wahnsinnig. Aber mir einfach auch alles geben wollen. Stab auf. Sie kommen. Und dann ist leicht schnell Panik aufgekommen, wo plötzlich Team plötzlich sind sie da. Und plötzlich ist Team und dann haben wir gewusst, okay, jetzt geht es um alles. Jetzt musst du dich zusammennehmen. Perfekt. Auf. Kippen. Kippen, auf. Es läuft ganz langsam nach zieh dir, zu dir zieh, auf. Nach, ganz gib klare Kommandos. Nach rechts. Gib klare Kommandos. Nach vorne stoßen. Auf. Gut. Und rechts. Fahren. Stopp, wo bist du? Noch mehr drehen. Jetzt nach rechts. Plötzlich haben sie gesagt, sie sind ja gleich mit wie wir, oder? Darum, für uns ist ganz klar, wir geben alles bis zum Schluss, egal wie es ist, bis zum Schluss. Das ist perfekt. Jetzt gehst du den Stab zu dir ziehen. Okay, jetzt nach rechts. So? Ja, so. Jetzt oben. Nach rechts, genau. Aber jetzt mehr nach links. Also, der geht so? Ja, ist super. Nach rechts. Darf ich schnell? Gut. Also, wenn du da bist, kommst du natürlich nie da hoch. Ja, das ist es so. Kippen nach rechts. Perfekt. Oben. Du bist perfekt. Erst in der Mitte. Nach vorne. Oben nach rechts. Genau. Oben. Wow. Super. Wow. Ey, der ist aber auf dem Ding. Ganz ruhig. Jetzt, okay. Ist gut. Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Ist gut. Nochmal nach vorne. Schluss. Oben. Jetzt tun wir Kippen nach rechts. Oben. Jetzt geht es rauf. Stopp! Ich höre nichts, wenn sie hier klopfen. Ja. Nein, ist. So, halten. So, nach links, genau. Perfekt. Oben nach links. Nein! Schon gut, wir sind ganz nahe am Ende. Aha, da hat es noch eine Ecke. Okay. Genau, du bist nicht ganz gut gestanden. Stand lieber gerade hier an. So, behalten, nicht drehen, einfach schön rauf. Ganz langsam. Stopp. Aber. Links oder rechts zu drehen? Zu dir ziehen, rechts drehen. So. Ja, genau, oben drehen. Perfekt. Abdrehen. Okay, rechts, rauf. Zu rechts. Rechts. Zieh zu dir. Rauf. Oben. Nach rechts. Mit dem Stopp. Jetzt einfach oben. Perfekt, jetzt bist du in der Mitte. Jetzt gehen wir langsam oben. Oben. Und der Letzte. Hey, ich dachte, ich bin doch schon unten. Drück einfach so. Und dann hat er auch wieder geschrauert. Ich meine, du bist so laut. Und ich habe schon gewusst, ja, irgendwie sind wir schon am Ende. Und ja, am liebsten wirklich, mir ist noch schlecht geworden. Ich habe jetzt einfach irgendwie in die Hocke, irgendwie in die Knie. Und in die Knie. Ab in die Knie. Ist gut. Ist perfekt. Ab in die Knie. Lass los. Jawohl! Da bist du jetzt einfach nur so hoch und plötzlich und Bang und Feuerwerk und badada. Hey, gratuliere! Was für ein Finaltag! Es war ein Auf und Ab für beide Teams. Mit dem besseren Hand für das Team Blau. Team Pink, ihr habt einen wohlverdienten Hammer zweiten Platz. Aber die Sieger vom Game of Switzerland sind Luca und Bianca. Bravo, herzlichen Glückwunsch. Auch wenn wir jetzt gewonnen hätten von dem und nachher wäre erst sie. Ich meine, wir haben ganz klar verweigert, und zwar im Jumping-Bereich dort.
Und dann sind sie natürlich von mir aus sehr absolute verdienten Gewinner und die alles richtig machen. Mhm. Ja. Yes! Ja. Also wir brauchen beide ein bisschen Ferien voneinander, oder? Nein. Doch. Wirklich? Das ist ein bisschen Abstand. Das ist jetzt aber gemein. Nein. Nein. Also ich glaube, es hat das sich näher zusammengebracht. Die drei ich glaube nicht, dass es das näher zusammengebracht. Ich glaube, es hat unsere Stärken noch mal aufgezeigt. Wow! Sorry, es ist einfach wirklich körperlich so anstrengend über die Decke. Das ist das eine. Und dann kommt eben so der Kopf dazu. Da musst du dich, hey, und das ist das, was dich fertig macht. Und dann bist du noch aufgeregt die ganze Zeit. Aber es ist einmalig. Es ist einmalig. Vom Rheinfall ins Tessin, was für eine abenteuerliche Reise haben wir gemeinsam erleben. Unvergessliche Momente und ein verdientes Siegerteam. Danke, haben Sie mitgefiebert beim Game of Switzerland. Ade miteinander.